Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Little Polaris mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Wir reagieren heute mal auf Stanplay, Leute, und auf Arrive HD, Leute. Ist ja schon lange nicht mehr gekommen. Wenn ihr schon mal jetzt verpassen wollt, gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Ziemlich jeder Fortnite-Spieler möchte den Renegade Raider Skin in Fortnite bekommen. Das Problem dabei ist, dass Alright, Leute, willkommen zurück chillig. Zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Live-Event, gehypt aktiv. Ich weiß, dass meine Community die gehypteste auf ein Live-Event ist. Und es ist soweit, ne? Wir haben ein neues kleines Update bekommen, wo eine Menge Sachen reingepackt. Eine Menge, eine neue Waffe. Unser Live-Event-Countdown nochmal hier zur Zusammenfassung. Das wird jetzt im Video täglich kommen, damit ihr dann Stand habt. Ne, 6.8. an dem Freitag, von der Nacht auf Freitag auf Samstag um 0 Uhr, findet das Live-Event statt. Der Livestream startet schon um 7 Uhr morgens an dem Tag. Jeder Sub eine Minute länger, wo wir streamen werden. Jeder Sub hat die Chance, schon einen Season 8 Battle Pass zu gewinnen. Wenn dann die Season 8 startet, werde ich euch den pünktlich zum Season Starter natürlich schenken, wenn ihr Glück habt bei dem Glücksrad. Nicht jeder Sub, ne? Dann werde ich pleite. Tut mir leid, ey. Dann werde ich pleite, ne? Bei diesem Glücksrad könnt ihr halt das Ganze gewinnen. Das Datum markiert es euch, macht euch die Erinnerungen. Haben wir schon alles zusammengefasst? Natürlich. Was wir hier zusammenfassen in diesem Update sind neue Orte. Ja, das Update hat nicht nur einen Countdown reingebracht und eine Waffe, die alle Gebäude kaputt macht und alle Schwitzer jetzt wieder auf den Boden bringt, ohne dass sie eine Wand bauen können. Ne? Das ist eine Sache, aber das Update hat noch insane viele neue Ortsteile reingebracht. Ne? Und zwar Coral Castle. Ja, Coral Castle, jetzt schon gefühlt seit 2 Monaten reden wir davon, dass es kaputt geht. Jetzt wird es endlich konkreter. Slurpee Swamp geht kaputt und Corny Complex. Und dazu haben wir auch schon sogar Bilder. Und die werde ich euch alle zeigen und ein paar andere Animationen rund um das Mutterschiff, wie das Ganze passieren soll, blablabla. Bla bla. Also nicht das Live-Event, keine Sorge. Ich werde euch das Live-Event nicht leaken, außer das Ganze zerhängt mit dem Live-Event zusammen. Aber das weiß ich nicht. Da gibt es keine Infos zu. Wäre seltsam, wenn das wirklich schon mit dem Live-Event passiert. Aber Schillig. Halten wir einfach mal fest. Fangen wir erstmal mit Slurpee Swamp an, ne? Slurpee Swamp soll tatsächlich aus dem Boden gerissen werden und soll dann so aussehen mit fliegenden Inseln. So ähnlich wie bei Kevin tatsächlich, ne? Und dann sollten die dann über Slurpee Swamp schweben und das Mutterschiff wird es anscheinend aus dem Boden reißen. Ein Ort nach dem anderen einfach rausziehen und dann mit schön mit Antischwerelosigkeit versehen. Und da sind die Brocken, die dann dabei herumfliegen. Und wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt, wenn die Orte irgendwie sich ändern, gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Natürlich für die 777.000, ne, wenn ihr die reinhauen wollt. Oder, dass ihr nicht wollt, dass das Lama euch anspuckt. Dass ich jetzt reinschneide werde, was Twitch nicht sieht, aber dann wird das in der Videobearbeitung einfach reingeschnitten und dann ist ein lustiger Clip drin und die Leute sind so, hahaha, das war ein lustiger Clip, denn... Zapatero, ¿qué opinas del gobierno de Zapatero? Machst du lustige Videos? Komm, kriegst ein Like, patsch, kriegst ein Abo, patsch, gehst guter YouTuber, ne, schön, dass es dich gibt. So, allein nur wegen der Ziege, Leute. Nur deswegen. Siehst du, Horne haut auch einen Daumen hoch raus. Bilder, die wir benutzen können. Zum Beispiel, so wird es dann auf dem Boden aussehen. Ne? Ihr müsst euch jetzt einen Krater so vorstellen, wo das Graue jetzt ist. Ne? Der normale Spieleboden, wo das Ganze dann rumsteht. Hier ist nochmal ein anderer Winkel von den fliegenden Brocken bei Slurpee Swamp. Es soll auch unterschiedliche Stufen geben anscheinend. Ne? Also erstmal nur ein paar Brocken, dann mehrere Brocken und dann das Komplette nochmal drüber. Frag mich nicht, was diese goldenen Ringe sind. Keine Ahnung, könnte wegen den Leaks sein, könnte auch vielleicht mit irgendeiner Challenge zusammenhängen, keine Ahnung. Ne, und hier haben wir nochmal einen anderen Winkel von Slurpee Swamp. Und? Hört sich das schon vielversprechend an? Habe ich schon zu viel versprochen, Leute? Ist doch immer schon mal nice, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Slurpee Swamp jetzt der erste Ort ist, weil das UFO hat jetzt seine Runde komplett abgeschlossen und ist jetzt auf dem Weg Richtung Slurpee Swamp. So, Slurpee Swamp ist nicht der einzige Ort. Es werden noch weitere Orte geben und es wird wahrscheinlich so aussehen, ne? Oha. Zumindest haben wir hier jetzt endlich eine Animation von dem Mutterschiff von Endymion FN, ne? Auch Leaker auf Twitter. Aber so sieht die Animation von dem Mutterschiff aus. Sieht das insane aus? Sieht das insane aus? Und da soll dann wirklich so ein Strahl auftauchen, der dann irgendwie die ganzen Sachen... Also ich kann es mir so vorstellen. Zumindest muss man da so ein bisschen Fantasie verwenden, ne? So kann ich es mir vorstellen. Kann aber auch natürlich für das Live-Event sein, ne? Es kann sein, dass das Mutterschiff sich so öffnet, wenn das Live-Event dann stattfindet.
Schwer zu sagen. Muss man einfach geduldig sein, wenn das soweit ist. Zu überall, krass. Überall schreckliche Ufos und was auch immer, ne? So, Slurpee Swamp, denke ich mal, der erste Ort. Wenn es von dort dann weiter fliegt, kann ich mir gut vorstellen, dass Coral Castle der nächste Ort ist, ne? Coral Castle wird dann soll auch hochgezogen werden. Und dazu haben wir auch Bilder. Und zwar sehen dann die fliegenden Steine und Brocken so aus, ne? Soll dann vom Boden aus herausgezogen werden, die fliegen dabei. Dann ist Karl auch mit einem Krater versehen unten und einzelne Teile werden rumschweben. Dazu gibt es auch nochmal weitere Bilder. So sehen dann die einzelnen Brocken aus. Ist, denke ich mal, ganz verständlich, ne? Wie kann man sich gut vorstellen. Da soll Coral Castle sein. Und der dritte Ort, der dann nochmal, sag ich mal, geändert wird, soll Corny Complex tatsächlich werden. Ja, Corny Complex, die IO-Hauptbasis. Und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, dass es die Hauptbasis ist und dass Corny Complex auch rausgezogen wird aus dem Boden. Ich zeige euch erstmal, wie das aussieht. Und zwar so, ne? Da ist die Hauptscheune, die rote, mit dem Silo und diverse andere Landteile, die dann halt in der Luft rumschwerden werden, ne? Und warum das nicht unwichtig ist, hier anderer Winkel, warum das nicht unwichtig ist, ich glaube, dass Corny Complex der letzte Ort sein wird, der rausgezogen wird, weil das vielleicht fürs Live-Event wichtig ist. Und zwar, komme ich da jetzt noch auf die Schnelle hin? Suche mal auf die Schnelle dahin zu kommen. Hab euch auch lieb, Community. Kuss geht einfach nur raus. Ich habe ja vorhin einen kleinen Real Talk gemacht mit von wegen, dass ich YouTube liebe und was auch immer. Ne? Aber ist halt so. Und ich bin absolut dankbar für das, was ich habe. Für dieses Geschenk, dass ich YouTube als meinen Beruf machen kann. Mit voller Leidenschaft. Mit Herzblut. Und jeder, der mich privat kennt, der weiß einfach, mit was für einer Leidenschaft ich hier mich eigentlich mal reinhänge. So. Und warum ist das jetzt so wichtig, dass Corny Complex rausgezogen wird und fürs Live-Event wichtig sein könnte? Nicht du. Nicht wegen dir. Ist das hier. Die bauen ja hier irgendwas, ne? Wir haben ja hier diese Bombe oder was auch immer das ist. Oh, hallo. Steht da einfach so. Ne, und das ist in Corny Complex. Also was auch immer die IO plant, wenn das Mutterschiff dann ankommt und Corny Complex dann einfach einsaugt und denkt, haha, wir machen euch kaputt und reißen eure Hauptbasis raus, ne, wird diese Bombe hier haben. Und das wird dann das auf das Mutterschiff hochgezogen. Und wird das dann gesprengt im Live-Event? Ist nur eine Theorie. Gibt's noch absolut null Infos zu. Alle weiteren Dateien für das Live-Event kommen erst mit dem großen Update nächste Woche. Ne? Und was auch immer die für eine Bombe bauen, ich glaube, das ist hier in diesem Raum, ne? Weil hier gibt es die meisten Bilder und Monitore für irgendwas. Und dann haben wir hier diese komische Säule, die nicht kaputt geht. Und ich glaube, da ist wirklich eine Anti-UFO-Bombe. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass sie dann genau den Moment nutzen, dass das Mutterschiff Corny Complex einsaugen möchte. Und dann macht's Boom. Oder vielleicht kriegen wir am Ende doch ein Konzert. Und alles ist Bullshit, was ich erzähle. Das kann auch sein, Leute. Ist nur meine Fantasie, die da herumspinnt. Mal schauen, ob was dann endlich passiert. Ihr könnt natürlich eure Fantasie auch gerne freien Lauf lassen. Zusätzlich zu der Zerstörung der Map sind jetzt noch einige Poster entschlüsselt worden, die ich ja vorher schon angesprochen habe. Ne? Mit den drei Postern, die verschlüsselt sind. Die sind jetzt auch auf der Map zu sehen und wurden verteilt. Und zwar einige hier. Hier haben wir schon zwei Stück. Wir haben eine Diamant. Ich kann damit interagieren. Oha. Die ändern sogar den Look. Wie cool. Die sind sogar animiert. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ne? Aber sowas wie eine Diamantspitzhacke, ne? Mit zwei Seiten oder Diamanthammer, würde ich sagen. Und ein Regenbogen, der seine Farben verliert. Oder zumindest eine Wolke, die den Regenbogen auskotzt. Ne? Sieht schon. Albion Online hat eine komplett spielergesteuerte Wirtschaft. Du kannst auf unzählige Weise deinen Teil beitragen. Sehr girlyhaft aus, muss ich schon sagen. Es gibt noch ein drittes Poster, das aussieht wie ein Schweinchen. Müsste eigentlich ingame auch schon irgendwo sein. Ach da ist es. Da ist das Schweinchen-Poster, ne? Und sieht alles sehr, sehr, sehr girlyhaft aus. Nicht unbedingt nach einer Zerstörung durch Aliens oder dass irgendwas in diese Richtung reingeht. Es sieht verdammt nach Ariana Grande aus, das Konzert, ne? Ne, der Knackpunkt, und zwar passt es nicht überein. Irgendwas stimmt hier an der ganzen Geschichte nicht, ne? Ariana Grande war ja jetzt in den Chapter 3 Leaks drin und bestätigt quasi auch diese gesamte Leak-Reihe und sieht auf jeden Fall erstmal gut aus, soweit. Aber wir haben Spieldateien, wo das Mutterschiff durch die Map fliegt, Orte aus dem Boden rausreißt, wie so ein Propfen und lässt die der Insel dann schweben. Und dann haben wir ein Poster für ein Ariana Grande Konzert. Irgendwas fügt sich da nicht zusammen, oder? Also vielleicht habe ich hier eine Kombination aus Konzert und Story-Event. Weil, ne, der gesamte Countdown, das Countdown-Schiff hier in der Mitte, spricht ja eher für die Aliens, ne?
Aber was haben die Aliens mit Ariana Grande zu tun, ne? Deswegen kann ich mir hier sehr gut vorstellen, dass wir ein Kombi-Event bekommen. Dass wir erst ein Konzert bekommen mit Musik und das dann übergeht in ein Story-Event. Oder dass wir diese Season zwei Live-Events bekommen, ne? Erst das Konzert und danach später das Story-Live-Event. Wie es mit Travis Scott auch der Fall war. Weil ich muss sagen, in einer Woche, dass das Mutterschiff durch alle Orte fliegt und die einmal hochsaugt, ist ein bisschen knapp die Zeit. Ist wirklich, wirklich knapp, muss man sagen, ne? Es sind Stand aktuell, wo ich dieses Video aufnehme, 9 Tage. Das heißt, ihr müsst jeden zweiten Tag eigentlich von Ort zu Ort fliegen und die hochreißen. Und die, selbst die Orte haben noch unterschiedliche Stufen. Es gibt 12 Stufen für die Orte. Und das in 9 Tagen ist sportlich. Da brauchst du schon 2 bis 3 hier Bewegungen von Mutterschiff. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir 2 Stück bekommen haben oder dass es ein Kombi-Event sein wird. Was sagt ihr dazu? Schreibt runter in die Kommentare, Leute. Böses ist im Busch, Gutes ist im Busch. Beides ist im Busch. Ich bin auch manchmal im Busch. Ihr auch. Abo-Button und Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich werde natürlich auch juicy Infos liefern. Und natürlich mit bisschen Spielspaß und Trollerei und allen möglichen Experimenten auch mit dieser Geschichte hier natürlich auch auf den Weg bringen. Nichts verpassen, Like-Button reinhauen. Auf der rechten Seite findet ihr noch das Pokémon Unite-Video auf dem Zweitkanal. Da gibt es jetzt auch ein neues Pokémon, das Gardevoir, ne? Werden wir auch heute im Livestream nochmal ausprobieren. Da oben links. Wir uns fehlen nur noch 500 Abonnenten für die 90.000. Wenn ihr da noch nicht reingehauen habt, gerne reinhauen und gebt mir Flosse. Lopp. So, mal weiter mit der VFHD. Was haben wir da Schönes? Okay, machen wir hier. Ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon am Titel. Wir werden heute nochmal Minecraft-Reviews machen, zusammen mit Revinzeit. Was geht? Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu Evives offiziellen 2 Millionen Abonnenten-Special, was nicht mehr ist als Minecraft-Reviews mit Revi. Ich würde sagen, danke auf jeden Fall für 2 Millionen. Es ist eben Scheißtag wert und wir können sofort anfangen. Ich bin heute hier aggressiv im Sommer-Outfit, meine Freunde, und würde mich sehr über ein paar lustige Memes freuen. Lukas, let's go! Und ja, Freunde, an erster Stelle erstmal vielen, vielen Dank für 2 Millionen Abonnenten. Wir haben sie endlich geknackt, aber es wird auf jeden Fall noch ein Special kommen. Ich weiß noch nicht wann, es wird noch ein bisschen dauern, aber es wird safe Contents kommen, Leute. Aber in den letzten Tagen, die Videos waren vorproduziert, deswegen habe ich noch nicht Danke gesagt. Und deswegen, Kuss geht raus, Leute, ich bin mies gehypt. Junge. Kuss, Digga. Ganz wichtig auch, Leute, momentan macht YouTube wieder ein bisschen Faxen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne mal einen Kommentar, würde mich sehr, sehr freuen. Und abonniert damit für die 3 Millionen Abonnenten. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht langsam rum. Wir starten jetzt rein, lustige Minecraft-Videos. Ein kleiner... Ja, wir... Let's go. Warum Spur zu... Entschuldigung. So, jetzt nicht lachen. Du bist in Creative Mode. Was war das für ein Clip? Oh, shit, Alter. Yo. Ach, nee. Sie machen Liebe? Oh nein, er darf nicht. F. F. Hä? 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 LOL! Ja. Wie geil geht das? Das machen Schweine. Sowas von in mein Haus laufen. Oh Leute, ich müsste auch mal wieder in Minecraft vorbeischauen. Machen wir vielleicht demnächst. Also entweder die oder nächste Woche mal gucken. Aber Atlas wie Skype, Leute. Dann dieser Blick, was ist das? Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Alter Shit. Oh ja! Super. War Thunder, das Militärfahrzeug Action Game, hat das erste große Update dieses Jahres erhalten. Neu hinzu. Oh no. Oh no. Der scheiß Spider-Man. Oh no. Warum ist das? So schlimm einfach. Alter, ein eigenes Hotel. This is not a joke. Support system, I'm scared, but you gotta push. Hey, warte, das ist Jack Paul? Das ist Jack Paul, ja. Oder day, bro. Let's go. Oh, oh. Jake, Jake, dead. Jake. Oh, ist laut. Klar. Driving with Drew. Hey, guys.
Junge, wie die das editiert haben, Leute. Drew, it says do not enter. It says do not enter. Alter, den hab ich gefühlt. Digga, ich freu mich so, wenn das in die Charts kommt, Mann. Oh, okay. Digga, was ist das, Alter? Holy moly. Digga, ich fühl's auch so sehr, mit meinem Minecraft durch die Landschaft zu fahren, Mann. Es gibt nichts Besseres. Aber so reagiere ich auch immer, wenn ich einen sehe. Real Talk, Leute. Ja, du machst jetzt ein paar 90s, oder? Ja, aber ich bin, ich glaube, nicht das erste Mal, aber ich bin ja im Craft Attack ein paar Mal gestorben wegen dem scheiß Creeper. Ja, ich habe jedes Mal genau so reagiert. Wie sich die Blue Life reingehauen hat. Ja, woher hat denn der Sniper? Bro, das ist ein Fortnite, Mann. Ich hab's am Ende trotzdem gestorben. Das ist am Ende noch explodiert. Das ist stark, Mann. Stark, stark, stark. Give it back. I'm hungry. Ruff, ruff. Ich schlag dich. Teamstar. Diamonds. Lava. Oh! Noch einer. Safe Call. Nee. People were saying that I should change. Digga, geht sowas? Ja, natürlich, klar. Skelett-Army. Wenn der Blitz einschlägt in so ein Skelett, dann geht das. Like a creeper hissing. Just to. Hä? Oh, was? Oh. Oha, was? Oh mein Gott! Feind, Junge, stark, Alter, stark, 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 stark. Oh, diese komischen Dinger, wie heißen die noch mit diesen Lavaflieger? Und dann kann man jump drauf. Draufsetzen. Ja. Ja. Let's go. Bockchamp. Einfach einen miesen MRG gemacht. Okay, er snackt jetzt eine Rüstung, Leute. Oh, das ist dieser Nethermod, Bro, der ist anders krank. Lol, ich dachte gerade, hä? Heftig. Ja, 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 das funktioniert. Es gibt so eine Modifikation, wo das halt direkt flule, also flawless geht. Das ist überkrass. Fortnite. Tschüss! Wie krass. Auf Stickman-Basis. Kennst du das Stickman vs. Animator? Ja, yeah, ja, ja. Wie krass. Ist das? Oh, lol. Oh. Crazy. Oha. TNT. Wasser, Wasser, ja, Wasser. Ja, ist auf. Oh Leute, die bauen ihn einfach ab. Okay, jetzt Endlevel. Digga, what the fuck, wie krass das gemacht. Oh shit, wie nice die Idee ist. Aber so nice, dass man das Inventar noch sieht. Ja. Okay, Trump ist ja alle kaputt. Krass. Okay, Bro. Digga, wenn die mich verarschen, dann werden die erstmal gebombt mit Flugzeug. Ja gut, selber schön, oder? Ja, oder ist so, Alter, wenn die mich verarschen, no joke. Ah, tschüss, den gleichen Tipp nochmal. Alright. Ne, ist nicht dasselbe. Vielleicht jetzt ist ein Skelett. Achso, okay. Oh, eine Ska. Let's go. Nackt one. Jetzt bitte den Villager Sound, Leute. Creeper. Creeper. Oh man. Who went back into the line? Got a big axe swinging. Ey, das ist der Johnny, die irgendwas sagt. Das ist ein geiler Typ, Digga. Digga, ich weiß, als ich den Song das erste Mal hatte. Da war ich 12. Ja. Creeper? Recht langsam eigentlich. Ah, ah, ah.
The Creeper's kinda still on herself again. Ey, locker, der hat so einen Enkel, der gesagt, bitte Opa, sing das Lied, bitte. Oder er dachte einfach nur, ich bin ein geistkranker Sänger, kann auch sein. Ja, weniger. Oh, hä? Was? Alter. Lol, es hält sogar Honig oben runter. Dicker. Sind alle die Bienenkönigin. Alter, krank. Als ob die da so arbeiten willst. Ja, Bro, das ist meine Fabrik. Crazy nice Idee. Krass. Okay, guys. Ah. The upside down house. They said I wouldn't do it, but I did. Let's check inside. Gotta go up the ladder to get in. It's upside down, so... Gotta do what you gotta do. Alright, we got paintings. We got lots of books for reading. Keep that knowledge up, baby. There's a bed for sleeping, of course. Let me show you the basement. Ah, jetzt geht's in den Keller. Okay, we got a lot more books. And a chest. Let's check inside the chest. Oh, there's an upside down house inside the chest. Bro, was ist das? it's good. It's a good house. So dumm. Back up to the main floor. War das gerade der Joke oder? Wow. Upside down house, guys. Upside down house. Danke, P-Pike. Geil, Digga. Danke, die Zeit in meinem Leben wird mir einfach niemals jemand wiedergeben. Die kriegst du niemals zurück. No joke. Wirklich. Kommen jetzt mal noch lustige Memes, oder? Akani. Oh nein. Oh nein. 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 Akani. Bro. No lava. Akani, warum? 3, 2, 1, go. Okay, Chicken. Was? Digga. Hör mal auf, ich hab Angst. Junge. Welcome to the Gulag. Im Gulag. Als Henry. Hat Henry gewonnen, ja? Ja. Oh shit. Where'd you come from, buddy? What's up? Whoa. Yelt? Mann, Alter. Digga, das war ich in Varo, wenn ich den ersten Baum abgebaut hab. Ja, genau so, oder? Ja, genau Lukas, so, danke für die verschwendete Lebenszeit. Hey, ich hoffe, wichtig, wir hatten, auch du hattest heute eine ganze Menge Spaß. Würde mich sehr, sehr freuen. Für, also, Leute, das ist euer 2 Millionen Abonnenten wegen dem Scheiß, ne? Das war kein Special, Digga, das war ein ganz normales Video. Danke für das Abo-Special, Mann, das war insane, Alter, wirklich. Aber trotzdem kurz mal raus, danke für die 2 Millionen, Leute. An der Stelle kann ich noch das Video empfehlen, Minecraft und GTA 5 spielen, GTA 5 Mods, unbedingt reinschieben. Geil, ganz wichtig, Leute, es wird auch noch ein Special kommen, also nicht wundern, es wird noch eins kommen, es dauert vielleicht aber noch ein bisschen, aber es wird eins kommen. Wir sehen uns morgen, schaut sehr gerne beim originalen Video vorbei, Leute, ist natürlich verlinkt in der Beschreibung. Schaut auch sehr gerne bei Revi vorbei. Okay, Leute, wir gucken mal uns noch als letztes hier. Ich brauche eine Pause von Evalfa.de an. Mal gucken, was mit dem guten Boy los ist. Das hat er heute hochgeladen. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommen wird. Mal gucken, Leute. Jo, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt's mal keine Twiner to Love Challenge oder keine Ahnung was, Leute. Heute gibt's mal einen kleinen Real Talk von mir. Ihr seht's auch schon im Titel. Heute würde ich mal so ein paar Sachen einfach ansprechen, aber zuallererst, bevor wir jetzt irgendwas machen, erstmal von mir ein riesen Dankeschön. Leute, 2 Millionen Abonnenten, Bruder! Wer es von euch nicht mitbekommen hat, letzte Woche haben wir die 2 Millionen Abonnenten geknackt. Junge, einfach 2 Millionen Abonnenten. Das ist jeder 40. Mensch in Deutschland, der meinen Kanal abonniert hat. Ihr glaubt mir gar nicht, was das für ein Kindheitstraum war. 2 Millionen, also 1 Million war schon der. Ich glaube, ein krasses Gefühl habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, aber 2 Millionen ist halt einfach nochmal das Doppelte, Leute. Deswegen auf Real Talk ein riesen Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank an jeden, der mich über die Jahre supportet hat, jeden, der mich unterstützt. Ich meine, Leute, mein ganzes Leben, ich habe euch alles zu verdanken. Und deswegen geht echt mal ein Kuss raus an meine Community. Ihr seid auf jeden Fall echt die besten, Leute. Aber genug gute Laune. Nein, Leute, Spaß beiseite. Aktuell gibt es so ein paar Sachen, die mir wirklich auf dem Herzen liegen. Eigentlich, ich habe gerade die 2 Millionen geknackt. Ich sollte der glücklichste Mensch der Welt sein. Bin ich auch, also jetzt nicht falsch verstehen. Ja gut, so schlimm ist es jetzt auch.
auch nicht. Auf Real Talk, wir machen ja gerade die Fresse. Ich weiß momentan nicht so ganz, wohin mit meinem Kanal. Ihr habt es ja vielleicht in den vergangenen Wochen und Tagen schon mitbekommen, ich habe alles mal hochgeladen. Egal ob Minecraft, GTA, Fortnite, Reaction, Essenstest-Videos mit meinem Dad, nicht erschrecken Challenges mit Energy. Er hat keine Ideen mehr, oder? Ohne Flachs, wir haben ja wirklich alles ausprobiert, was man so machen kann. Er hat keine Ideen mehr. Das habe ich vor allem in der Laufzeit noch nie gemacht, umgestiegen. Ich bin ja auf zwei Videos am Tag, also ich habe jeden Tag zwei Videos hochgeladen, was geisteskrank war. So viel habe ich mein Leben noch nie aufgenommen. Ich saß wirklich zu Hause und habe Videos gemacht und ich bin auch nicht mal rausgegangen. Aber irgendwann kam halt einfach der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, Bro, ich brauche jetzt eine Pause. So, jetzt nicht, es geht nicht mehr. Also ich war jetzt nicht kurz vorm Zusammenbruch oder so, aber ich dachte mir einfach, Digga, ich muss jetzt auch mal eine Pause machen. Ich stehe auf Free Talk jeden Morgen auf, ich mache Videos und gehe wieder pennen. Das war's. Ich habe nichts mit Freunden gemacht. Ich hatte keine Zeit für meine Freundin. Es ging another. Gar nichts, Leute. Ich habe wirklich nur Videos gemacht. Das könnt ihr alle meine Real-Life-Freunde fragen. Es ging einfach gar nichts. Ah ja, und ich habe Fitnessstudio durchgezogen. Ah. Grüße gehen raus. Retalk, bei mir ist es anders, Leute. Ich arbeite den ganzen Tag, beziehungsweise, ja, meine Family kommt eigentlich bei mir an erster Stelle. Und dann mache ich für euch auch noch nachts oder so und YouTube und so weiter und gehe dann halt nächsten Tag wieder einfach arbeiten. Ich meine, es ist nicht ganz einfach, das ist klar, aber ich versuche wirklich gut durchzuziehen, Leute, weil ganz einfach, ich habe damals nämlich so gedacht, okay, tagsüber ist scheiße, wenn ich dann Videos produziere und die dann hochlade, weil das wird zeitlich nicht reichen. Und deswegen habe ich mich eben zu dieser Methode entschieden, dass ich so sage, okay, tagsüber bin ich von meiner Familie da und abends produziere ich Videos für euch vor, für den nächsten Tag schon mal. Also das habe ich ja jetzt immer wieder gemacht so und ich meine, die Methode funktioniert, außer wenn es mir halt mal schlecht ging, da habe ich aber ein Video auch dazu gemacht, wie letztens zum Beispiel habe ich ein Retalk-Video gemacht, wo ich so gesagt habe, okay, mir ging es nicht gut und so weiter und dann habe ich auch wirklich mich hingelegt, nichts gemacht und ja, ich meine, es war auch besser so gewesen, weil, keine Ahnung, es ist halt scheiße, wenn ich nichts hochlade, aber Leute, wenn zumindest ein Video am Tag kommt, Leute, dann ist es ja auch okay. Ich meine, man muss auch nicht immer so krass übertreiben, 4 Videos am Tag produzieren. Ist eigentlich schon ziemlich viel Zeit, wo man investiert darin. Und ja, nur damit ihr das wisst und damit ihr auch wisst, dass das keine verschwendete Zeit von mir ist. Ich bin froh, dass ich 29 Abonnenten auf meinem Kanal habe. Vielleicht wird es ja mit der Zeit noch mehr. Ich meine, es ist jetzt bis jetzt nur bald ein Jahr. Aber ich meine, wir werden das trotzdem feiern, Leute, keine Frage. Also... Und ich werde wirklich, solange es noch geht, werde ich wirklich immer tagtäglich Videos durchziehen. Solange es natürlich noch funktioniert. Vielleicht werde ich dann halt an irgendeinen Punkt kommen, wo ich so sagen werde, okay, dass ich mich so auf 1 bis 2 Videos beschränken muss oder so. Oder wenn ich mal vielleicht mal wieder mehr Zeit habe, dass ich das halt doch wieder durchziehen kann. Aber das liegt alles in der Zukunft, Leute. Ich weiß noch nicht, wie es überhaupt weitergehen wird. Und so weiter und ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Sind Energy an der Stelle. Aber ja, Freunde, aus dem Grund habt ihr in den letzten Tagen auch gemerkt, dass auf einmal von 2 Videos am Tag so voll wenig nur noch kam. Normalerweise kamen jetzt monatelang jede Woche so 14 Videos, also 2 am Tag. Letzte Woche kamen 3. Ich dachte halt einfach, es wäre falsch von mir, wenn ich jetzt noch eine Woche weiter so wenig Videos mache und ihr fragt euch alle, Bro, was ist los? Warum kommen keine Videos? Vielleicht denkt ihr irgendwas Falsches, weil das ist halt nicht. Wartet mal, Leute, wie viel kommt bei mir immer raus? 4. Also, wenn es hochkommt, 4. 8. 4. 8. 12. 16. 16. 22. Ja, krass, Bruder. Einfach 30 Videos in der Woche. Oha. Also Leute, das ist schon nicht relativ wenig, muss ich sagen. Nicht der Fall. Gönn mir aktuell einfach nur eine kleine Auszeit, weil ich brauche die einfach. Ich fahre jetzt am Wochenende. Wenn ihr das Video jetzt gerade seht, fahre ich auch morgen noch in den Urlaub. Jetzt nichts Großes, aber einfach nur 3-4 Tage mal ein bisschen einfach auch mal nochmal abschalten. Und ab danach werde ich aber auch wieder ganz mal Vollgas geben und voll durchziehen. Aber ich wollte halt einfach nur Bescheid sagen, nicht, dass ihr euch halt denkt, Bro, was heftig. 2 Millionen geknackt und jetzt hörst du auf mit YouTube oder was? Das war Punkt 1, Leute. Und Punkt 2, schreibt mal bitte in die Kommentare. Und das Ganze haben wir vor circa 8 Monaten schon mal gemacht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was für Content feiert ihr, Leute? Ich weiß momentan, ich
weiß nicht mehr richtig, was ich machen soll. Ich sag's euch ehrlich, ich habe übertrieben Bock auf GTA und sowas, aber wenn ich halt GTA-Videos hochlade, dann klickt die halt irgendwie keine an. Wenn ich eine Try-Not-To-Love-Challenge mache, habe ich nach dem Tag 150.000 Klicks, wenn ich GTA mache, nach dem Tag 30.000. Unter dem Video damals haben mir ganz viele kommentiert, so, ja, mach GTA und so, voll geil. Und ich hab's halt gemacht, aber irgendwie über die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr da einfach keinen Bock mehr drauf habt oder so, aber schreibt's in die Kommentare. Ich find's halt immer wichtig, dass man miteinander redet, Leute. Nee, Spaß, aber schreibt mal rein oder falls euch auch die Videos nicht gefallen, falls ihr sagt, ey, Ideen sind einfach wack oder keine Ahnung was, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Oder auch, falls ihr Bock habt und sagt, ey, mach mal Minecraft oder mach mal das oder mach mal das. Und für alle, die gerade schon eintippen, OrmeTV und meinem Dad oder Try Not To Love, das wird auch weiterhin kommen, aber ich kann sowas halt nicht jeden Tag hochladen, Leute. Deswegen, Freunde, tut mir den Gefallen, schreibt das Ganze mal in die Kommentare, ihr würdet mir damit auf jeden Fall weiterhelfen. Ich werde probieren, jetzt noch vor meinem Urlaub ein paar Videos vorzuproduzieren, dass wir alle 2 Tage ein Video haben. Das sollte machbar sein, aber keine Sorge, sobald ich wieder da bin, werde ich komplett durchziehen und dann werden wir wieder alles zerreißen, verdammte Scheiße. An der Stelle echt auch nochmal vielen, vielen Dank, Leute, für den ganzen Support der letzten Jahre. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich bin euch so dankbar, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich sage sowas auch nicht oft, aber ich meine es absolut ernst. Auch dass ich einfach sagen kann, ey, ich mache so ein bisschen chilliger jetzt mal 2-3 Tage, weil ich nicht so extrem krank mehr darauf angewiesen bin. Dafür bin ich euch einfach unglaublich krass dankbar, Leute. Aber ja, Freunde, ich glaube, ich fange an, mich zu wiederholen, deswegen, Leute, wir beenden das Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. YouTube macht wieder miese Faxen momentan. Und ganz wichtig, schreibt wirklich mal rein, Leute. Was denkt ihr? Was für Content möchtet ihr gerne sehen? Feiert ihr GTA? Feiert ihr GTA nicht? Und wenn ja, warum nicht? Oder sagt ihr generell, Bro, juckt mir einfach nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen. Ne, wir sehen uns nicht morgen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich weiß nicht, wann es kommt. Hoffentlich alle 2 Tage und hoffentlich mache ich nicht den Z-Max und lade dann einfach nicht hoch. Kurs geht nochmal raus. Wir sehen uns. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace. Ehre. Aber gönn ich ihm. Die 2 Mio gönn ich ihm. Feier ich. Also das war das Letzte von ihm, Leute. Ich mache jetzt auch an der Stelle, mache ich auch Schluss, Leute. Ich muss jetzt auch langsam mal wieder pennen gehen, weil sonst ist hier alles raus, ne? Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir Kommentare immer gerne durch. Dann würde ich sagen, Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.